Ich gehe mal den Truthahn da hinten jagen. Ich hoffe, dass ich da ankomme. Hat der Haut? Weil wenn der jetzt eine Haut hat, dann brauchen wir nicht mehr... Nee, hat er leider nicht. Dann bräuchten wir nämlich keinen Truthahn mehr jagen, wollte ich sagen. So, sind hier Fische? Da ist ein Fisch. Da ist ein Lachs. Ein leckerer Lachs. Ein Drop. Ein grüner Drop. Frisch Fischgräten. Sehr gut. Was kann ich denn jetzt herstellen? Ah, guck mal. Und schon haben wir was zum Herstellen. Trank. Schleuder brauchen wir nicht. Rassler haben wir eigentlich auch nicht. Zersprengmunition auch nicht. Würde ich mal Trank machen, ne? Genau, so. Und jetzt brauchen wir wieder Waschbär. Auf. Es ist doch echt nicht zu glauben. Okay, wenn uns ein Waschbär über den Weg läuft, nehme ich auch noch den mit. Aber nur dann. Ich glaube, ich bin hier aber in keiner Ecke von Waschbären. Ich bin ja schon beeindruckt, dass es hier Truthähne gab. Okay, so, 160 Meter, wir sind gleich da für einen Fluch für die Dunkelheit. Aloy, du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut, warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipso-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Ja, und das macht er sehr gerne. Warum steht denn jetzt hier ein Händler? Ich weiß, warum hier einer steht. Damit man nochmal kurz das Inventar aufräumen kann. Aber eigentlich Sinn macht er keine. Oh, guck mal. Der hätte ja ganz viele interessante Sachen. Aber ich spare ja eigentlich immer noch hier ein Tramplerherz. Ich habe immer noch keins. Ich glaube, der verkauft sowas auch leider nicht. So, wie sieht's denn aus? Kann ich jetzt... Wir können hier mal Sachen neu kaufen. Wir haben's ja, ne? Ah, wunderbar. Noch mehr Tränke, damit wir noch schwierigere Situationen überleben können. Ich bin ja hin wie weg. Toll. So, verkaufen wir mal. Habe ich was gefunden, was ich verkaufen kann? Nee, ne? Eigentlich dürfte momentan nichts wirklich... Huch, da. Wir hatten doch eine Sache gegen Metallscherben. Glaube ich. Dass es nur eine Sache war. Wenn es mehr waren, dann ist es eigentlich auch relativ egal, ne? Seien wir ehrlich, dann ist es... Huch, egal. Kann ich bei dem eigentlich... Wartet mal. Spezialobjekte. Das ist es nicht. Wartesprobe nehmen wir mit. Wo sind denn die Schnellreise? Hier, goldenes Schnellreiseding. Eine Fuchshaut. Wir bräuchten eine Fuchshaut. Menno. Das kann ich wahrscheinlich noch gebrauchen. Gibt's hier irgendwo einen Fuchs? Ich sehe nur einen Truthahn. Na gut. Keine Füchse da. Dann eben nicht. Jetzt haben wir schon genug Fleisch, aber kein Fuchshaut. Echt deprimierend. Und auch keine Fischgräte und überhaupt. Und ach, ich weiß auch nicht. Machen wir mal die Hauptquest weiter. Sie ist jetzt schon kommen. Ich werde nicht alles upgraden. Und die letzte Mission machen sozusagen nicht voll ausgerüstet. Ich kenne mich doch. Und dann wird es wieder schwieriger und alles. Und ja, wo ist denn jetzt der Vorsprung, den er mir... Ah, hier. Da sind die Handgriffe.
wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Ach, er wird's gehört haben. Ich bin mir ziemlich sicher. Der hört doch alles. Ah. Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Und verrät deine Position, aber ist ja egal. Okay, machen wir es. Wir machen es uns mal gemütlich. Cutscene? Cutscene. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Ich fand das sehr schön, dass das Hologramm sich gesetzt hat. Toll. Wirklich. Ne? Das finde ich immer so unlogisch in Filmen, wenn ein Hologramm sich setzt genau an der Stelle, wo eine Kiste ist oder so. Also wenn es erst durch den Raum geht, sich dann da hinsetzt. Als ob dort, wo derjenige ist, an der Stelle genau auch dann ein Stuhl oder sowas steht. Nehmen wir einfach mal so hin. Kleine Details am Rande. Okay, so. Ich glaube ehrlich gesagt, vielleicht hat er sogar die Eclipse gegründet. Es wird vor allem sehr dunkel. Und was ich mich auch frage, wenn sie jetzt den Fokus crashen lässt... Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg waren. Ja. Du musst an ihnen vorbei. Mach ich. Das ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Okay. Muss ich die Dinger kaputt machen? Ich probier's. Ja, was ich sagen wollte, wenn sie jetzt den Fokus crashen lässt, wie es so schön heißt, crasht dann nicht ihrer auch? Also, verliert sie dann das hier? Das wäre aber dämlich, muss ich sagen. Und was explodiert denn da im Hintergrund? Ihr hört das auch, ne? Komm mal her. Also, so richtig gut klingt das nicht. So, der nächste. Irgendwas schießt hier ganz wild. Die Frage ist nur, was? Den kriege ich nicht mit einem stillen Schlag, leider. Und es sind leider noch vier. So, oh oh. Blödes Timing.
Oder auch nicht. Sehr gut. Jetzt sind es noch 3. Wobei es 2 Vögel sind. Stufe 20er Vögel. Okay, das könnte nicht gut laufen, weil ich nämlich dicht dran bin. Und weg. Okay. Ja, alles gut. Niemand ist hier. Lauf mal weiter, mein Freund. Wie gesagt, schön weiterlaufen. Ich bin sicher. Der läuft ja an einer interessanten Stelle gerade lang. Ich dachte, der würde nicht hier lang laufen. Okay. Ja, jetzt läuft er weiter. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Okay, so, den haben wir. Da kommt ein verdorbener irgendwas. Den kriegen wir mit einem Schlag hoffentlich, wenn er hierher kommt. Okay, so, dann fehlt nur noch der letzte Vogel. Uff. Gut, läuft aber ganz gut momentan. Muss ich sagen. Und der läuft gerade so ganz komisch nach oben. Ha, wie kriege ich denn den jetzt? Weil der patrouilliert nur da hinten. Und ich muss an ihm vorbei. Ich glaube, wir müssen da lang. So. Direkter Kampf. Gut, wenn er wieder aufsteht. Er kommt nicht hierher, weil er nicht weiß wie. Okay. Das war viel leichter als gedacht. Und das alles ohne Heilung. Normalerweise brauche ich doch immer ganz viel Heilung, aber heute geht. Oder ich mache das gerade wirklich vorsichtiger als sonst. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Okay, aber wir kommen hier nach oben. Ich frage mich immer noch, was ich hier höre. Also irgendwas wird ja hier ganz wild beschossen. Ich
frage mich bloß, wer und wo und wann und wie und warum. Ich glaube, ich muss an der Seite lang. Wartet mal. So, ist das der richtige Weg? Hoffe ich. Nein, ab, runter. So, soweit, so gut. Uff. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Oh, hier ist übrigens ein Zerstörer schon bewachsen. Okay, Plünderer. Hier laufen ganz viele Plünderer rum. Es war einfach zu leicht gerade. Also nicht zu leicht, aber einfach zu verlockend. Wenn ich das mal sagen darf. Genau wie das. So, was haben wir denn eigentlich? Was sind sie denn? Level 15. 15 ist nicht so schlimm. Es sei denn, sie kommen in Massen. Ups. Komm mal her. Da kann man ruhig herkommen. Danke. Und ich nehme auch seine Teile gerne mit. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir noch 3, sehe ich. Gut, die 3 sind aber da drüben irgendwie. Jetzt muss ich bloß gucken, wo ist denn da? Gras. Nehmen wir dieses hier. Okay, und den kriegen wir auch, indem ich ihn einfach anlocke und eliminiere. Danke sehr. So. Noch einer. Und den letzten, den kriegen wir dann auch noch, der da oben irgendwo ist. Ich vermute, der hat eine ganz andere Spur. Du bist nah dran. Okay. So. Das geht. Dann haben wir die alle ausgeschaltet mit Schleichangriffen. Und das ist doch gut. Kein einziger hat uns dann entdeckt. Gut, sehr schön. Wir müssen nach oben, hat er gesagt. Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Bin ich froh, dass ich heute in der Probe arbeiten muss.
all der Dreck. Ich bin ja hin wie weg und begeistert. Okay, sie sind nur Level 6. Ich wollte gerade sagen. Müssen wir noch ausgraben. Gut. Niemand ist hier. Ich habe sie verloren. Mist. Sag mal. Okay. Sag mal. Und du auch noch. Sehr schön. Möchtest du auch mal... der haut da ja rein. Okay. Gut, soweit zum... Ist da vorne ein Kampf? Schleichen. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Naja, graben die hier gerade wieder einen Todbringer aus oder irgendwas? Es klingt nicht gut. Okay, suche nach dem baufälligen Langhals. Der Boden sieht zerwühlt aus. Ziehspuren zu dem Tor. Das Tor ist verriegelt. Kein Durchkommen. Du brauchst einen anderen Weg. Ach ja? Okay, dann suchen wir einen anderen Weg. Es muss ja... Wir haben Mörsergeschütze. Ich bin beeindruckt. Okay, ich bin nicht wirklich optimistisch. Ich befürchte, wir werden hier gleich irgendeinen netten Kampf erleben. Ich grade daher mal, oder ich baue mal die Pfeile so weit zusammen, dass wir wieder voll ausgerüstet sind. Kann er nicht schaden? Mehr kann ich nicht tragen. Die Hütte. Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. Zeremonielle Ausrüstung oder Rüstung allgemein. Gefärbter Federschmuck. Und lackierte Metallplatten unbekannter Herkunft. Die Größe deutet auf einen starken Körperbau des Trägers hin. Was ist das für ein Ort? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Itamen verwöhnt, was? Solange König Itamen in Sonnenfall dahin sieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen. Doch der Einfluss seiner Mutter schwebte wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht in die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen. Sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es hinfort. Sie verbrennt die Haut von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Das ist das Beispiel, dem ein Sonnenkönig folgen muss. Das Beispiel eures Vaters. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, war sie da, drückte ihn an sich und bedeckte sein Gesicht mit ihrem Gewand. Wie soll ein König herrschen, wenn er nicht sehen kann? Oh, der Junior ist schon ganz gut geworden. Okay, wir haben es eilig. Wir hören uns deswegen ganz viele Audiodateien an. Wie zum Beispiel das hier, eine Prophezeiung. Jeden Morgen erwache ich aus demselben Albtraum. In derselben Realität.